Es steht, dass es für jedes Sternkreiszeichen die passende Diät zum Abnehmen gibt. Das sollte man direkt mal ausprobieren. Was meinen Sie? Wissen Sie, woran man ein schottisches Schiff erkennt? Keine Möwen. Tut mir nichts Komisches, meine Maske bröckelt schon. Och, Sie hätten auch mit der Azelenmaske anfangen sollen. Meine Haut ist halt ein bisschen fetter als Ihre. Ich habe noch 3 Minuten. Und Sie? Endlich fertig. Ach du liebe Güte, ich habe hier gleich Halsgymnastik. Bei Dr. Sauer? Der hat mir doch heute Morgen schon wieder zugezwinkert. Frau Büdinger, dass mir da keine Klagen kommen. Ach, woran Sie gleich wieder denken. Er ist zwar ganz sympathisch, aber doch viel zu jung für mich. Was haben Sie denn noch auf Ihrem Zettel? Pediküre, Oberschenkelmassage, autogenes Training. Ah, da sehen wir uns ja dann wieder. Hallöchen, die Damen! Dass der auch immer kommt, wenn ich die Maske drauf hab. Na, kommen Sie zurecht? Kein Problem. Ich habe schon Chaotischeres gesehen. Machen Sie doch mal eine Pause und trinken Ihren Kaffee. Ich kann heute nicht so lange. Ich muss am Nachmittag zu einer Versammlung. Ah, geht's um diesen Vergnügungspark? Mhm. Unser Bürgermeister scheint ja auch Pläne zu schmieden. Er war neulich da mit Herrn Zerfers und dem Franzosen. Das ist ja interessant. Das Trio habe ich doch auch gesehen, als ich neulich mit meinen Kindern im Freizeitpark war. Was haben die denn da gemacht? Das habe ich mich auch gefragt. Ja, vielleicht haben sie sich auch nur Anregungen geholt. Was sollen denn sonst 3 erwachsene Männer in dem Freizeitpark? Eben. Als sie neulich da waren, habe ich leider kein Wort verstanden. Aber jetzt wird mir so einiges klar. Den kommen wir schon noch auf die Schliche. Da ist eine Riesenschweinerei im Gange. Sag ich doch. Ich hätte sie ja geheiratet. Aber da habe ich meine Frau kennengelernt. Die war hinter mir her wie ein Schießhund. Bei jedem Tanzfest ließ die mich nicht aus den Augen. Aber wer eine machte mir schöne Augen. Und eines Tages stand ich dann doch vor dem Pfaffen. Es war eben dann doch die Richtige. Ich wusste gar nicht, dass du so eine bewegte Jugend hattest, Otto. Ja, was denkst du denn? Ich könnte dir Geschichten erzählen. Ja, das war eben eine ganz andere Zeit damals. Bringen wir die überhaupt alle unter? Ja, es wird schon gehen. Im Keller ist ja kaum noch was da. Also irgendwie wird das Zeug immer dünner. Dafür aber immer teurer. Angelika hat angerufen. So? Ist was? Sie will heute Nachmittag herkommen. Wieso? Sie will mit dir was besprechen. Was denn? Das hat sie mir nicht gesagt. Sie kommt gegen 4 Uhr. Ist gut. Ich gehe dann zu Monika. Warum? Du kannst ruhig hierbleiben. Ich bin sowieso mit Monika verabredet. Du kannst doch hierbleiben, wenn Angelika kommt. Was soll denn das? Wenn sie etwas mit dir zu besprechen hat, was soll ich denn dabei? Bist du jetzt sauer? Nein, warum? Ich bin wirklich schon lange mit Monika verabredet. Ich drücke mich nicht. Keine Missverständnisse. Hm? Ehre die Frauen. Sie kälten und lesen güldenen Wein des irdischen Leben. Sag mal. Wie viel hast du denn heute schon getrunken? Das ist von Schiller. Jedenfalls so ähnlich. Ja, ja. Ja, ja. Nun greifen Sie doch zu, Herr Fabian. Danke, Frau Frese. Schmeckt ganz ausgezeichnet. Den backen Sie doch sicher selbst. Nein, den holen wir beim Bäcker. Das fehlt noch, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe. Nun kneif dir mal keinen ab mit Komplimenten. Wir sind doch unter uns. Ich bin froh, dass du die Mathilde mal ein bisschen auf Trab gebracht hast. Papa. Ist doch wahr. Endlich hat sie mal einen Rock an und nicht ständig diese Jeans und Overalls. Ist doch nichts für ein Mädchen. In deinem Alter musst du langsam mal zu Potte kommen. Als Tochter des reichsten Weinbauers in der Gegend, da müssten die Freier hier bloß so Schlange stehen. Ja, Papa. Ah, du weißt doch, dass ich es gut mit dir meine. Und dein Hermann versteht mich schon. Oder? Ja, ja, ich glaube schon.
Na also, ihr seid doch erwachsene Menschen. Und ich bin nicht von gestern. Mathilde ist eine gute Partie. Und ich will, dass ihr an den Richtigen kommt. Und wenn es dann der Richtige ist, dann soll es sein Schade nicht sein. Ich habe deine Aktivitäten beobachtet. Mir gefällt das, was du machst. Danke. Der Ludwig ist ein Schlitzohr. Dem traue ich nicht über den Weg. Aber mit dir und Mathilde... Papa, jetzt habe ich aber genug. Hör auf, mich anzupreisen wie sauren Wein. Wie stellst du mich denn dar? Ist ja gut. Ist ja gut. Nun reg dich nicht auf. Er meint's doch nicht böse. Nun erzählen Sie mal, was habt ihr da vor im Badischen? Ich habe Kontakte zu einem Weinbrandhersteller in Staufen. Ein Schulfreund von mir war dort Geschäftsführer. Durch ihn habe ich erfahren, dass die Kapitaldecke dieser Firma recht dünn ist. Sie suchen einen Partner. Für 400.000 Mark könnte man 49% der Anteile erwerben. Und die willst du jetzt von mir? Denn Ludwig hat ja wohl nichts in der Tasche. Nun, ich dachte, Sie als Erzeuger, wir haben den Handel. Warum nicht auch diesen Bereich mit einbeziehen? Und ich soll euch den ganzen Kram finanzieren. 400.000 Mark sind eine Menge Geld. Könnte sich aber schnell amortisieren. Sobald wir die ersten Gewinne haben, stoppen wir das Kapital auf und übernehmen die Firma. Junge, Junge, vor dir muss man sich in Acht nehmen. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht auch noch schluckt. Aber Herr Frese. Nein, nein, mir gefällt das. Ich überlege mir die Sache. Bis wann musst du es wissen? Sobald wie möglich. Wir sind nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Ich gebe dir Montag durch Mathilde Bescheid. Wäre doch eine ganz stattliche Mitgiftung. Papa. Ja, komm, wir können das Kind doch beim Namen nennen. Komm rein. Danke. Na, wie war's in Ungarn? Schön. Kann ich nur empfehlen. Und bei dir? Was gibt's Neues? Guntram und ich wollen heiraten. Ach, da gratuliere ich. Danke. Willst du mich zur Hochzeit einladen? Nein. Ich bin wegen Alexander gekommen. Aha. Guntram möchte Alexander adoptieren. Und was heißt das? Er wird seinen Namen tragen. Martin, ich habe lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es für Alexander so das Beste ist. Was meinst du damit? Ich werde Alexander sagen, dass Guntram sein Vater ist. So? Ich möchte, dass er ganz normal und unbelastet aufwächst. Dass er täglich seinen Papi hat. Nicht einen, der ihn alle paar Wochen besucht und einen Teddy schenkt. Er braucht eine echte Bezugsperson. Die kannst du ihm ja wohl nicht sein. Weiter? Du kannst ihn selbstverständlich regelmäßig besuchen. Und was soll er da zu mir sagen? Onkel Martin? Das kannst du doch nicht machen. Der Junge muss doch wissen, wer sein Vater ist. Nein, nein, so geht's ja wohl nicht. Ich hab doch noch das Recht. Nein, da irrst du dich. Ich hab dich damals bei der Geburt nicht als Vater angegeben, das weißt du. Aber er ist mein Sohn. Ja, das ist er. Und du willst ihn mit dieser Lüge aufwachsen lassen? Vorerst ja. Das scheint mir richtiger, als ihm immer wieder erklären zu müssen, dass er zwei Väter hat. Einen, bei dem er aufwächst und einen, der ihn gelegentlich besucht. Damit bin ich nicht einverstanden. Das darfst du gar nicht machen. Doch, Martin, ich darf. Ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber es ist für Alexander das einzig Richtige. Und wenn du mal in Ruhe darüber nachdenkst, wirst du zu demselben Schluss kommen. Da bin ich sicher. Ich habe gewusst, dass dich das treffen wird. Deshalb bin ich ja extra hergekommen. Ich wollte es dir nicht am Telefon sagen. Martin, ich weiß, wie dir zumute ist. Aber Alexander ist jetzt wichtiger. Ich muss jetzt wieder zurück. Mach's gut, Martin. Wiedersehen. Hier kann es sich doch nicht nur um Gerüchte handeln.
Wir haben Beobachtungen gemacht, die darauf hindeuten, dass es bereits handfeste Pläne für den Bau eines groß angelegten Vergnügungsparks in unserer Gemeinde gibt. Der Bürgermeister hüllt sich in Schweigen und behauptet, von all dem nichts zu wissen. Unserer Meinung nach ist das eine glatte Lüge. Wir dürfen nicht warten, bis wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Wir müssen jetzt handeln. Ein solches Projekt würde die Struktur unserer ganzen Region verändern. Die Mosel gehört den Weinbauern und nicht irgendwelchen Spekulanten, die rücksichtslos ihren Profiten nachjagen. Ich freue mich, dass wieder ein paar neue Gesichter unter uns sind. Je mehr wir werden, umso wirksamer können wir vorgehen. Das ist ja alles ganz schön und gut, Faber. Aber wenn der Bürgermeister wirklich solche Pläne in der Schublade hat, dann muss er doch vor den Gemeinderat damit. Ohne den kann er doch gar nichts machen. Denk mal an die Flurbereinigung. Haben doch gewartet, bis es zu spät war. Genau so ist es. Und deshalb schlage ich vor, dass wir eine Petition aufsetzen und offiziell eine Abordnung ins Rathaus schicken. Und wer von uns erklärt sich bereit, mit dem Bürgermeister zu sprechen? Ich. Das mache ich. Dem werde ich schon was erzählen. Mit dem habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich glaube, mit persönlichen Emotionen sollten wir nicht argumentieren. Die Angelegenheit erfordert Fingerspitzengefühl. Ich habe die Vermutung, die Sache soll bis zu den anstehenden Kommunalwahlen vertuscht werden. Das möchte ich übrigens allen noch mal sagen. Sprecht mit euren Freunden, Nachbarn und Bekannten. Je mehr wir sind, umso mehr erreichen wir. Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen, einen entsprechenden Appell in der Zeitung zu platzieren. Bis auf eine lächerliche Notiz scheint sich niemand für diese Angelegenheit zu interessieren. Also, wer geht zum Bürgermeister? Ich bin doch nur mitgegangen, um mich zu informieren. Aber gleich mit einer solchen Aufgabe betraut zu werden. Passivität bringt euch nicht weiter. Ich weiß nicht. Ich habe mich eigentlich nie viel um Politik gekümmert. Zum Wohle. Danke. Ich glaube, Sie sind politischer, als Sie denken. Allein, wie Sie neulich im Spritzausschuss Ihre Meinung geäußert haben. Stimmt genau. Und außerdem brauchen wir hier dringend jemanden, dem die Menschen vertrauen. Der sagt, was er meint. Und das sind Sie, Frau Zerfers. Also, ich glaube, ich kann das nicht. Ja, das Zeug dazu hättest du schon. Da haben die beiden recht. Aber wenn du dich drauf einlässt, musst du dir drüber im Klaren sein, dass dich das ganz schön in Anspruch nimmt. Dieser Vergnügungspark ist nicht das einzige Problem, um das du dich dann kümmern musst. Hm, dann mach du das doch. Ich? Ich bin kein Moselaner. Ich bin doch auch nur eine Zugereiste. Aber Sie sind lange genug hier, um sich mit unseren Problemen auszukennen. Sie sind eine von uns. Sie haben nie aufgegeben und immer um Moselbrück gekämpft. Auf Frau Zerfers. Prost. 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 Wie kommt es eigentlich, dass das Lokalblatt so wenig Notiz von der ganzen Angelegenheit nimmt? Ich muss Ihnen doch nicht erklären, wie die Dinge hier zusammenhängen, Herr Dr. Jentsch. Vielleicht sollten wir uns in eine überregionale Zeitung wenden, die nicht in diese Vetternwirtschaft verstrickt ist. So weitreichende Verbindungen habe ich leider nicht. Vielleicht wüsste ich ja jemanden, der uns helfen kann. Weinhandlung Ludwig Zerfers und Sohn Müller-Vorfeld. Guten Tag. Oh, bin ich jetzt in Ihr Gespräch gekommen, Herr Zerfers? Oh, das tut mir leid. Entschuldigung. Weinhandlung Ludwig Zerfers und Sohn Müller-Vorfeld. Guten Tag. Hallo? Hallo? Ja, hier ist die Weinhandlung Ludwig Zerfers und Sohn Müller-Vorfeld. Guten Tag. Wie bitte? Monsieur Clément, einen Moment bitte. Was ist denn jetzt? Sie haben mein Gespräch unterbrochen. Oh, das tut mir aber leid. Hier ist ein Monsieur Clément für Sie. Ja, mit dem habe ich ja gesprochen. Oh, einen Moment bitte. Ich stelle ihn durch. Weinhandlung Ludwig Zerfers und Sohn Müller-Vorfeld, guten Tag. Was soll denn der Blödsinn? Sagen Sie, wie lange haben Sie für die Südwestmolkerei gearbeitet? Sie haben ja eine völlig veraltete Telefonanlage. Oh, Frau Püdinger kam aber mit dieser veralteten Anlage sehr gut zurecht. Wenn man sich erst mal eingearbeitet hat, in einer Woche ist das nicht zu schaffen. Ich verlange ja keine Wunder, aber meine Telefongespräche möchte ich wenigstens gerne zu Ende führen. Selbstverständlich.
Und bevor Sie diese Weinliste das nächste Mal fotokopieren, Frau Müller-Vorfeld, geben Sie sie mir zur Korrektur. Eine Trockenbeerenauslese für 6,50 Mark ist zwar ein Renner, aber ich bin kein gemeinnütziges Unternehmen. Da muss ich mich wohl vertippt haben. Ja, den Eindruck habe ich auch. Lassen Sie nur, das mache ich schon. Martin, ich bin soweit. Komm zum Essen. Mittagspause. Na, endlich. Hallo, Cherie. Na, was gibt's denn heute Schönes? Frikadelle à la Elfriede. Oh, die Scheiße, bestimmt versalzen. Nein, die sind nicht versalzen. Zieh ich mir trotzdem eine Flasche auf, zum Nachspülen. Willst du keinen Kartoffelsalat? Sie hat fast schon alle Zähne. Und bald wird sie auch sprechen können. Mit zwei Sprachen hat sie viele Möglichkeiten später. Sie hat's gut. Du denkst an Alexander, nicht? Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Angelika will sicher nur das Beste für ihn. Ich glaube, ich fahre da nicht mehr hin. Du willst ihn nicht mehr besuchen? Wozu denn? Wenn er nicht mal weiß, dass ich sein Vater bin, was soll ich da noch da? Martin, du darfst nicht so verbittert sein. Du, es ist ein blödes Gefühl, ein Kind zu haben, das nicht erfahren soll, dass ich der Vater bin. Er wird es doch eines Tages erfahren. Tja, irgendwann. Und wie wird er dann reagieren? Wenn er 18 ist, treffen wir uns in irgendeinem Café. Angelika sagt, das ist dein Vater, von dem ich dir bisher nichts erzählt habe, weil ich warten wollte, bis du erwachsen bist. So wird sicher nicht sein. Ja, wie denn dann? Du darfst den Kontakt nicht abbrechen lassen. Ja, das wird ja dann noch lächerlicher. Alexander, Onkel Martin ist gar nicht dein Onkel, er ist dein Vater. Nee, du, so nicht. Und ich kann nichts dagegen machen. Nicht dagegen. Dafür musst du etwas tun. Ach, Michel. Man sollte es höchstens wach küssen, dieses Dornröschen Mosel, dessen Weinberge sich fast bis an die Türen und Häuser schmiegen. Doch niemals wach rütteln. Aber wie es scheint, hat dieses märchenhafte Dasein bald ein Ende. Diesmal wird der Moselregion nicht mit Brandfackeln und schweren Geschossen zugesetzt, sondern die Ideen der Manager und Gebietsplaner setzen an zum großen Rundumschlag. Wenn man so will, die modernen Raubritter dieses Jahrhunderts. Werden ihnen die Moselaner widerstehen können? Ich glaube, ja. Ich finde den Artikel großartig. Danke. Der wird einschlagen, da bin ich sicher. Wollen wir es hoffen. Mal sehen, welche Zeitschrift ihr nimmt. Wie wär's denn, wenn wir ihn vervielfältigen und an die Haushalte verteilen? Gute Idee. Können wir das denn? Warum nicht? Ich schenke ihn dir. Und das Honorar für den Artikel stifte ich eurer Initiative. Das nehmen wir dankend an. Kommen Sie morgen zur Sitzung, Frau Zerfass? Ja, natürlich. Ach, wir wollten doch... Ja, geh du nur. Ich muss mich schließlich dran gewöhnen, mit einer Politikerin zusammen zu sein. Also, dann bis morgen, Frau Zerfass. Kann ich das mitnehmen? Natürlich. Ich habe noch eine Kopie. Wiedersehen. Wiedersehen. Und nochmals, vielen Dank, Herr Jentsch. Bist du mir böse wegen morgen Abend? Ach was. Du, findest du, dass ich mich verändere? Ja, aber positiv. Gefällt mir, wie du dich engagierst. Ach, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mich darauf einlassen soll. Du bist doch schon mittendrin. Und zurück gibt's jetzt nicht mehr. Hilfst du mir? Ja,
Ja, aber nur, wenn später ein Ministerposten für mich rausspringt. Hör auf, ich meine das ernst. Ich auch. Ich muss mir unbedingt ein neues Kleid kaufen. Ich habe fast 2 Kilo abgenommen. Dr. Sauer ist ganz stolz auf mich. Er ist übrigens doch nicht verheiratet. Das hat mir die Verkäuferin aus dem Kosmetikladen erzählt. Aber er soll ein kleiner Schlawiner sein. Naja, wird einem ja hier auch leicht gemacht. Hallöchen, die Damen. Er ist schon das 4. Jahr hier. Liebe Kursschaffende, wir kommen jetzt wieder zu unserer täglichen Verlosung. Der heutige Gewinn ist uns freundlicherweise vom Kosmetikstudio Belinda zur Verfügung gestellt worden. Und es handelt sich dabei um ein Kosmetikset im Werte von 98 Mark. Und die Gewinnnummer lautet 47. Oh, 22 wieder nichts. Und Sie? 49, so knapp vorbei. Und hier haben wir auch schon unseren Gewinner. Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Sie werden sicherlich jemanden finden, dem Sie damit eine Freude machen. Die habe ich schon gefunden. Der hat's aber faustdick in der Tour. Für alle anderen nun ein Lied, bei dem so manche Erinnerungen wach werden. Damenwein. Ja? Herr Bürgermeister, die Frau Zerfass ist jetzt da. Oh ja, ich lasse bitten. Bringen Sie uns doch was zu trinken. Ja, liebe Frau Zerfass, schön, dass Sie für mich Zeit gefunden haben. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, dass ich Sie bemüht habe, aber ich habe in der letzten Zeit einen 18-Stunden-Tag und komme kaum noch aus meinem Büro raus. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Was kann ich Ihnen anbieten? Kaffee, Tee, Glas Wein? Vielleicht einen Schnaps. Einen Kaffee, bitte. Kaffee, bitte. 2 Kaffee, bitte, Frau Schubert. Tja, ist das nicht ein schöner Tag heute? Und wenn es so bleibt, haben wir wieder mal eine Jahrhunderternte. Ach, Ludwig hat mir erzählt, Ihr Gunther hat sich selbstständig gemacht. Ja, in Bonn. Prima Junge, Mut zum freien Unternehmertum, das lobe ich mir. Er scheint eine Menge von Ludwig gelernt zu haben. Mhm, wie man es nimmt. Oh, er wird es schon schaffen, da bin ich ganz sicher. Ihr Zerfass habt es doch immer geschafft. Sie haben mich sicher nicht hergebeten, um mit mir über meine Familie zu sprechen. Bitte? Ah, der Kaffee. Stellen Sie es dahin, ich mache das schon. Danke. Milch, Zucker. Danke, Schwarz. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Sie wollten mir etwas über Ihre Pläne erzählen mit dem Vergnügungspark. Richtig, die Petition, die Sie mit unterschrieben haben. Frau Zerfass, ich war ganz verwundert, Ihren Namen auf diesem Schreiben zu entdecken. Warum? Mit was für Leuten tun Sie sich da zusammen? Freie Bürgerinitiative zum Schutz der Moselregion. Ökobauern, arbeitslose Betriebswirte. Frau Zerfass, das ist doch nicht Ihr Niveau.
Das sind alles Menschen, die sich über die Zukunft der Mosel Gedanken machen. Wissen Sie, es ist nicht damit getan, immer gegen alles zu sein. Wir müssen die bestehenden Probleme in den Griff kriegen. In den letzten 10 Jahren sank die Zahl der Haupterwerbsbetriebe auf unter 3.500. Das sind über 20%. Mehr als 1.000 Winzer haben aufgegeben. Ja, das hat gravierende Auswirkungen aufs Handwerk, auf Hotels, Gaststätten. Die Jugend wandert ab. Ihr Gunther ist ein gutes Beispiel. Ja, wo soll das hinführen, wenn das so weitergeht? Ein Landstrich entvölkert sich. Na, jetzt übertreiben Sie aber. Ja, ich wünschte, es wäre so. Ich habe es schwarz auf weiß. Und Sie glauben, mit dem Bau eines groß angelegten Vergnügungsparks würden alle diese Probleme aus der Welt geschafft? Nageln Sie mich doch nicht fest. Ich habe natürlich von diesen Gerüchten gehört. Aber konkrete Angebote gibt es nicht. Na. Da sollte wirklich was dran sein, warum nicht mal drüber nachdenken? Mit anderen Worten, Sie sind dafür. Dafür oder dagegen, das ist doch überhaupt nicht die Frage. Ich als Bürgermeister habe eine Verantwortung gegenüber meinen Wählern. Ich will nur, dass es allen gut geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einigen sehr viel besser gehen könnte. Bitte? Ich verstehe nicht ganz. Die Preise für manche Grundstücke würden doch ins Astronomische schnellen. Wäre das nicht ein Lohn für die lange Zeit der Entbehrungen? Ihr Wingert am Sonnenberg könnte möglicherweise zu einem interessanten Spekulationsobjekt werden. Was wollen Sie denn damit sagen? Ich weiß natürlich nichts Genaues. Verstehen Sie es bitte nur als Beispiel. Ja, ich verstehe. Dach Ludwig. Ja, Hanna! Das ist aber eine Überraschung. Hast du mit Martin gesprochen? Nein. Aber mit dem Bürgermeister. Und damit erübrigt sich das andere wohl. Entschuldige, aber ich verstehe nicht. Für wie naiv hältst du mich eigentlich? Du tust so, als würdest du mir ein großzügiges Angebot für den Sonnenhang machen. Dabei hast du vor, ihn mit Profit an eine Baugesellschaft zu verkaufen. Aber Hanna, wo hast du denn das wieder her? Ich habe dir doch zugesichert, dass ihr den Wingert weiter bewirtschaften könnt. Ja, wir arbeiten und du kassierst. Mir geht's doch nicht ums Geld. So? Seit wann denn nicht? Das sind doch nur Gerüchte. Ludwig, mach mir nichts vor. Ich habe gehört, dass du noch andere Wingerte kaufen willst. Kaufen. Ich habe Gespräche geführt, habe mich erkundigt. Wozu? Ja, vom Weinhandel allein kann man nicht leben. Ludwig, ich glaub dir kein Wort und dem Bürgermeister auch nicht. Ihr führt doch was im Schilde. Aber eins kann ich dir versprechen. Wir werden das zu verhindern wissen. Wer ist wir? Die Bürgerinitiative zum Schutz der Moselregion. Sag bloß, du gehörst jetzt auch zu diesem Verein. Ja. Und ich gebe dir einen guten Rat. Spekulier nicht auf den Vergnügungspark. Daraus wird nichts. Ich werde den Leuten hier schon klar machen, dass sie sich mit dem Projekt nur schaden können. Niemand will zu betonierte Parkplätze und endlose Schlangen von Zulieferfahrzeugen oder eine Invasion von Touristen, die alle nur eine Nacht bleiben und sich weder für unsere Landschaft noch für unseren Wein interessieren. Das ist eine Milchmädchenrechnung, zu glauben, dass ihr damit Arbeitsplätze schafft. Und ich habe keine Lust, an der Kasse zu sitzen und Eintrittskarten abzureißen oder hier als verkleidete Mickey Maus rumzurennen. Wer redet denn davon? Mach dich doch nicht lächerlich. Ludwig, wir sind Winzer. Und das werden wir auch bleiben. Wiedersehen. Hanna! Was ist denn nun mit dem Riesling? Geht er nun mit oder nicht? Natürlich nicht. Was? Na klar geht er mit. Himmel, Herrgott, muss man hier alles alleine machen. Lass mal, ich mach das schon. Gut. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Michel Zerfass. Ich möchte mit Angelika sprechen. Fehlt natürlich noch eine Menge. Aber wann soll ich denn das machen? Wirkt doch auch so schon ganz schön. Hm. Ich mach mal Kaffee.
like a deep blue sea. Hallo, hier bei Fabian. Wer ist es denn? Aufgelegt. So. Wann willst du denn nach Staufen fahren? Nächste Woche. Ich habe da einen Termin mit der Geschäftsleitung und der Hausbank der Brennerei. Bis dahin muss dein Vater sich aber entschieden haben. Ich kann da nicht mit leeren Händen hingehen. Das mache ich schon. Soll ich vielleicht mitfahren? Ach, entschuldige. Ja? Ach, Ludwig, du bist es. Na, macht Spaß. Hat sie dich schon im Bett? Du bist der mieseste Typ, der mir je begegnet ist. Ist das die geschäftliche Verbindung, die du zu Mathilde aufrechterhalten musst? Hör auf mit diesem Ludwig-Geschwätz. Sei doch einmal ehrlich. Du willst doch nur ihr Geld, dann sag ihr das doch, du Feigling. Bis jetzt war ich dir noch gut genug, aber damit ist jetzt Schluss. Du brauchst dich bei mir nie wieder blicken zu lassen. Und soll ich dir noch was sagen? Nee, Ludwig, lass uns morgen drüber reden. Bis dann, Ludwig. Der hat vielleicht Ideen. Nachts um 12. Was wollte er denn? Ach, ein Kunde hat sich geärgert über uns und wollte nicht mehr bestellen. Natürlich bin ich wieder der Sündenbock. Das tut mir aber leid. Ich krieg das schon wieder in den Griff. Qualität setzt sich durch. Und die hast du. Ja. Du, entschuldige, der Kaffee. Du hättest nicht zu Angelika fahren sollen. Es tut mir leid, aber ich habe gedacht, ich könnte sie beeinflussen. Ich sehe doch, wie sehr dich das belastet. Ich habe mich schon damit abgefunden. Das glaube ich dir nicht. Was bleibt denn anderes übrig? Ich habe mit Angelika abgemacht, dass wir uns öfter besuchen. Alexander und Martin verstehen sich sehr gut. Du hättest sehen sollen, wie lieb sie miteinander gespielt haben. Als wenn sie spüren würden, dass sie Geschwister sind. Hm. Vielleicht ist das ein Weg, Alexander nicht zu verlieren. Na gut, dann sollten wir das so machen. Bon, dann ruf sie heute Abend an und sprich mit ihr. Hm? Und jetzt möchte ich ins Wasser. Kommst du mit? Hm, gut. Komm, Martin. Oh. Vielleicht war es doch nicht so schlecht, dass du zu Angelika gefahren bist. Na, siehst du, ich will nur, dass du glücklich bist. Pass auf, Martin, auf. Ich springe jetzt ins Wasser. Sie können jetzt hier nicht rein. Mein Name ist Berger. Ich bin mit Herrn Zerfers verabredet. Das kann ja sein, aber Herr Zerfers hat einen wichtigen Termin um 11. Er hat mich ausdrücklich gebeten, ihn nicht zu stören. Dann hat er mich vielleicht vergessen. Sagen Sie ihm doch wenigstens, dass ich da bin. Was hat das für einen Sinn? Ich habe Ihnen doch gesagt, er hat keine Zeit. Sie müssen sich schon noch mal herbemühen. Das wird mir jetzt so dumm. Ludwig, ich bin's. Das können Sie sich sparen. Im Büro ist er nämlich nicht. Wo ist er denn? Ich bin nicht befugt, Ihnen darüber Auskunft zu geben. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Und wo ist Frau Bödinger?
Tja, danach fragen Sie alle. Aber die ist nicht da. Sie müssen schon mit mir Vorlieb nehmen. Liebe gnädige Frau, wenn Ihnen an Ihrer Stellung auch nur annähernd etwas liegt, dann sollten Sie jetzt schleunigst versuchen, Herrn Zerfers herzuschaffen, sonst... Gott sei Dank, da bist du ja. Wieso? Wir waren doch verabredet. Ja, aber Sie haben doch einen wichtigen Termin um 11 mit dem Bürgermeister. Ja. Hier, das haben Sie selbst eingetragen. Komm rein. Ja, aber... Ist gut, Frau Müller-Vorfeld. Sie können ja nichts dafür. Viel gefällt und ich wäre explodiert. Es tut mir leid. Die Büdinger ist auf Kur und eine andere konnte ich auf die Schnelle nicht kriegen. Du ahnst ja nicht, was ich seit 10 Tagen durchmache. Bitte setz dich. Wann kommt denn die Büdinger wieder? Die hat eine Woche verlängert. Jetzt merke ich erst, was ich an ihr habe. Na, was gibt's denn so Dringendes? Es brennt, Ludwig. Die Franzosen werden immer konkreter. Wenn wir jetzt nicht kaufen, dann wird es zu spät. Du musst mit deinem Investor reden. Das ist doch noch aktuell, oder? Ja, ja. Sag mal, was hast du Hanna eigentlich erzählt? Ich habe ihre Unterschrift unter dieser Petition entdeckt. Da habe ich mit ihr gesprochen und ihr durch die Blume zu verstehen gegeben, dass die Sache für sie durchaus Vorteile haben könnte. Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Wieso? Ist ja egal. Wie viel Geld brauchen wir? Dein Investor ist doch für 1 Million gut, hast du gesagt. Ja schon, aber wir sollten nicht alles auf einmal. Ich dachte so erstmals an 400.000, 500.000. Na gut. Wann kannst du das Geld haben? In einer Woche ist er wieder da. Aber wenn es brennt, muss ich eben hinfahren. Dann fahr hin, Ludwig. Hier braut sich was zusammen. Also, dass Sie schon 63 sind, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das macht die solide Lebensweise. Mhm. Kein Alkohol, keine Zigaretten und auch sonst keine Laster. Na, Sie und solide, da hört man aber ganz andere Sachen. Alles nur Gerüchte. Sie waren doch schon 4-mal verheiratet. 5-mal, aber das sind Jugendsünden. 5-mal? Was haben Sie mit den Frauen gemacht? Was Sie mit mir gemacht haben, sollten Sie fragen. In der Ehe pflegt gewöhnlich immer einer der Dumme zu sein. Nur wenn 2 Dumme heiraten, kann das mitunter gut gehen. Also ich würde niemals einen Mann heiraten, der schon 5-mal verheiratet war. Du, Charlotte? Ach, ich weiß nicht. Es kommt drauf an. Solch eine Einstellung lobe ich mir. Frauen, hat Napoleon einmal gesagt, inspirieren den Mann zu großen Taten. Leider hindern Sie ihn aber, sie dann noch auszuführen. Hallöchen, die Damen! Die Rechte ist schon 70 und sieht immer noch schnuckelig aus und hat hier. Ihr Mann hat ihr eine Keksfabrik hinterlassen. Und Sie sind in der Weinbranche. Ja, Groß- und Einzelhandel. Mosel. Ja. Kein schlechtes Tröpfchen. Schau mal, wer da kommt, Charlotte. Das gibt's ja nicht. Was macht denn der Ludwig hier? Der kommt doch hoffentlich nicht, um uns zu kontrollieren. Wenn es jetzt nicht passend ist, dass ich mit Ihnen hier gesehen werde, dann... Nein, 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 bleiben Sie ruhig hier. Solche Konfrontationen habe ich eigentlich weniger gern. Ludwig! Elfriede! Frau Büdinger! Ach, das ist der Ihre. Gestatten, Krause. Ja? Habe mir erlaubt, mit den Damen einen kleinen Spaziergang zu machen. Ihre Frau Gemahlin ist eine charmante Unterhalterin. Haben viel über Sie gesprochen. Zerfass, angenehm. Was für eine Gemahlin meinen Sie? Ja, sind Sie denn... Ludwig ist nicht mein Mann, das ist mein Schwager. Mein Ex-Schwager. Ach, das sind Sie die Wertesten. Nein, auch nicht. Der Zerfass ist mein Chef. Ach ja, richtig. Weinhandel, Groß und Einzel, verstehe. Tja, leider muss ich los. Vielen Dank für den schönen Nachmittag. Wir sehen uns ja. Morgens Fango, abends Tango. Herr Zerfers. Hallöchen, die Damen. Wiederschauen, Herr Krause. Was ist denn das für eine Schießbudenfigur? Also Herr Krause ist ein sehr netter Kurgast, den wir hier kennengelernt haben. Im Irrenhaus vermissen Sie ihn. Also Ludwig, bitte, ja? Warum bist du überhaupt hier? Das ist doch kein Zufall. Ich bin hierher gekommen, weil ich mit dir reden muss. Mit mir? Worüber denn? Können wir das nicht unter 4 Augen besprechen? Ich habe vor Charlotte keine Geheimnisse. Charlotte? Ja, Frau Büdinger heißt mit Vornamen Charlotte. So? Ja, richtig. Trotzdem wäre es mir lieber, wir würden... Entschuldigen Sie, Frau Büdinger.
Es ist was Geschäftliches. Ich meine, Privates. Bitte, bitte. Ich wollte sowieso gerade gehen. Es ist eine hundertprozentige Investition. Dein Kapital wird sich in kürzester Zeit verdoppeln. Was sag ich verdoppeln? Verdreifachen. Und du bist extra hierher gekommen, um mir diesen Vorschlag zu machen? Elfriede, ich habe gesagt, ich kümmere mich um dich und um dein Geld. Und wenn ich sowas sage, dann stehe ich auch dazu. Okay, ich schneide mir auch ein Scheibchen davon ab. Aber ist ja genug drin für uns beide bei dem Geschäft. Ich bin beeindruckt, was du dir für eine Mühe mit mir gibst. Lass mal, Elfriede, das bin ich dir schuldig. Also, bist du einverstanden? Wenn du sagst, dass es so lukrativ ist, die lächerlichen Prozente, die ich bei der Post habe. Das ist doch nicht fest angelegt. Tja, ich weiß nicht, auf ein Sparbuch eben. Du hast das ganze Geld auf einem Postsparbuch? Ja. Ach du lieber Himmel, das kriegen wir ja nie so schnell herunter. Wo ist denn das Sparbuch? Da hier in meiner Tasche. Elfriede, Elfriede. Du bist vielleicht ein leichtsinniges Frauenzimmer. Wo ist denn da die nächste Post? Am besten, du kündigst sofort das Guthaben. Müssen wir denn gleich alles abheben? Nein, nur 1 Million. Warum denn nicht gleich 2? Na langsam, langsam. Wir müssen erst sehen, dass wir das Ganze runterkriegen. Es gibt ja Kündigungsfristen. Also Ludwig, jetzt mal im Ernst. Wie viel wirst du wirklich haben? Eine 500 Millionen würde fürs Erste reichen. An wie viel hast du denn gedacht? So 10 oder 20.000. Ich habe doch nur 76.826 Mark gewonnen. Was? Hast du gedacht, ich habe 1 Million? Mathilde! Wo kommst du denn her? Mein Vater, der hatte noch einen zweiten Schlüssel. Den wollte ich dir bringen.
Noch etwas wollte ich dir bringen. Aber das hat sich ja nun erledigt. Jetzt will ich nicht weiter stören. Mathilde, jetzt hör doch mal zu. Ach, bevor ich das vergesse. Bist du verrückt geworden? Im Gegenteil. Die hat's ja nicht mehr alle. Bilden die sich ein? Halt bloß die Klappe. So ein Mist, so ein verdammter Mist. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich bitte um Handzeichen. Gegenprobe? Also einstimmig. Dann frage ich Sie, Frau Zerfas, nehmen Sie die Wahl als unsere Kandidatin für den Gemeinderat an? Ja. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Herr Faber. Und vergiss meinen Ministerposten nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ach was, ich bin doch bei dir. Und nun Punkt 2 der Tagesordnung.